Noch im Jahre 1883 meinte sich der atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche in der Position zu sehen, sagen zu können, Gott sei tot. Doch dabei gibt es nur ein klitzekleines Problem. Nämlich das Problem, dass seine Vorhersage, seine Prophezeiung, dass Christentum, die Religion grundsätzlich werde schrumpfen und sei am Ende, einfach sich als komplett falsch herausgestellt hat. Denn Nietzsche hatte Unrecht, wenn er sagt, dass das Christentum tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist. Ja, ginge es nach Nietzsche, wäre heute das Christentum fast gar nicht mehr existent oder schon vollständig aufgelöst. Doch diese Prophezeiung hat sich komplett als falsch herausgestellt. Denn wir sehen genau das Gegenteil. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Konfessionslosen stark zurückgehen. Stattdessen werden wir einen Boom der Religion und der religiösen Gruppen sehen. Ja? Die römisch-katholische Kirche ist zwar vielleicht in Deutschland auf dem absteigenden Ast, aber insgesamt auf der Welt boomt sie genauso wie das gesamte Christentum. Ja? Und auch beim Islam stellen wir ein starkes Wachstum tatsächlich fest. Das heißt, Nietzsches Vorhersage, dass Religion irrelevant werde und am Ende sei, ist halt komplett schwachsinnig gewesen. Hat nicht gestimmt. Ja? Und deswegen kann natürlich Gott 1900 sagen, Nietzsche ist tot. Denn Nietzsche konnte nichts dagegen tun, dass er selbst einmal sterben muss. Doch Gott selbst muss nicht sterben. Gott ist ewig. Deswegen hat Nietzsche es mit unserem allmächtigen Gott aufgenommen und da konnte er natürlich nur jämmerlich verlieren. Doch auch ist ein Problem, das ich immer wieder sehe, dass Atheisten ihn als Vordenker, als großen Vordenker seiner Zeit tatsächlich sehen. Aber das ist halt einfach hochproblematisch, weil seine nihilistische Philosophie zutiefst menschenverachtend und unlogisch ist. Und deswegen werden wir uns diese Philosophie jetzt noch einmal genauer ansehen und sehen, wie unlogisch seine Argumente gegen Gott sind und wie menschenverachtend sein philosophisches Konstrukt. Zunächst einmal hatte er große Probleme, die Existenz von Moral und Ethik zu erklären. Nietzsche argumentierte, dass Moral und Ethik menschliche Konstrukte seien und dass der Tod Gottes in Anführungszeichen die Notwendigkeit einer neuen Moral erfordere. Doch wir können ganz klar sagen, dass moralische und ethische Prinzipien unabhängig von religiösem Glauben existieren. Das spricht nicht gegen, sondern gerade für Gott, weil das gerade für eine unabhängige, objektive Moral spricht und das wiederum für einen universellen moralischen Gesetzgeber, der über uns und über dieser Natur steht. Religion, das Christentum, hat eine wichtige und signifikante Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Förderung der Kultur, der Wissenschaft und unserer moralischen Prinzipien und Vorstellungen gehabt. Wenn, so wie Nietzsche argumentiert, die Moral und die Ethik nur menschliche Konstrukte seien, so müsste er erklären und zeigen, dass Moral sich entwickelt. Doch das ist nicht möglich, denn Moral ist nicht evolutiv. Moralische Werte bleiben konstant. Es wird immer falsch für uns sein, unsere Mutter zu töten, und es wird immer richtig sein, unserer Mutter zu danken und unsere Liebe ihr gegenüber auszudrücken. Adolf Hitlers Taten werden immer Verbrechen bleiben und Mutter Teresa wird immer ein Beispiel für Moral und Nächstenliebe sein. Man wird niemals sagen können, Behinderte seien weniger wert, nur um mehr Fortschritt in Anführungszeichen und weniger für Inklusion ausgeben zu müssen. Ja? Man wird nie so argumentieren können, da man Menschenleben nicht mit Geld, finanziellem oder was weiß ich auch immer aufwiegen kann. Man wird niemals diese moralischen Prinzipien das Klo herunterspülen können. Bei Nietzsches Philosophie allerdings, da kann man das sehr wohl und muss man es sogar. Ein klassisches Argument für die Existenz Gottes ist das Argument der ersten Ursache. Dieses besagt, dass alles, was existiert, eine Ursache haben muss und dass diese Kette von Ursachen letzten Endes zu einer ersten unbewegten Ursache führen muss, die Gott ist. Nietzsche lehnte zwar die Existenz Gottes ab, konnte allerdings, wie kein Atheist heute,
zeigen, wie das ansonsten funktioniert hätte. Wie kann es sein, dass es nichts gibt, kein Naturgesetz, das für irgendetwas verantwortlich sein kann, keine Ursache, gar nichts, und trotzdem kann etwas entstehen. Aus sich selbst heraus kann etwas Nicht-Existentes nicht entstehen, und wenn es nichts gibt, gibt es auch nichts, das etwas tun kann oder das etwas überhaupt machen kann. Wenn es keine Zeit gibt, kann es keinen Prozess geben. Wenn es keine Materie gibt, kann es ebenfalls keinen Prozess geben. Wenn es keinen Raum gibt, kann es keinen Prozess geben. Und wenn es keine Naturgesetze und grundsätzlich nichts gibt, dann kann auch nichts passieren, ganz einfach. Ja? Genauso wie alle Atheisten heute scheiterte schon damals Nietzsche daran, eine logische Erklärung dafür irgendwie vorzuschlagen. Viele Menschen berichten von tiefen spirituellen und religiösen Erfahrungen. Ja, und diese Erfahrungen, die sind so alt wie die Menschheit selbst. Nietzsche lehnte dies oftmals, wie man es heute oftmals macht, als Spinnerei oder als nicht wirklich signifikant ab. Doch wenn man sieht, wenn man betrachtet, wie viele Menschen spirituelle Erfahrungen haben, wie viele Menschen tatsächlich von christlichen Visionen berichten und wie unerklärlich diese oftmals bestens dokumentierten Fälle sind, dann greift es einfach zu kurz, das einfach nur als subjektive Spinnerei abzulehnen, und zeigt wiederum eine Scheuklappen-Moral von Friedrich Nietzsche. Er will damit nichts zu tun haben, er kann es nicht erklären, es unterstützt aber auch nicht sein Narrativ. Also wird einfach so getan, als gäbe es das nicht, und dann wird es einfach unter den Teppich gekehrt. Nicht besonders konsistent und nicht besonders logisch. Nietzsche sah den Tod in Anführungszeichen Gottes als Befreiung des Individuums. Doch dies führt zu einer nihilistischen Sichtweise, die den Sinn und Zweck des Lebens untergräbt. Ohne einen höheren Zweck könnten Menschen die Orientierung verlieren, in den moralischen Relativismus abgleiten, und dann hätten wir eine Anarchie. Dann gäbe es überhaupt keine Ordnung mehr. Alles würde aus den Fugen geraten und es wäre einfach nur eine katastrophale Welt. Mit Nietzsches Nihilismus würden wir unsere Gesellschaft endgültig zur Selbstdekonstruktion, zur Selbstzerstörung führen, und das kann wirklich nicht in unserem Interesse sein. Nun, wenn wir sehen, dass Nietzsche in einer Zeit lebte, in der wissenschaftlicher Fortschritt oft als Widerspruch zur Religion gesehen wurde, dann muss man sagen, heutige Wissenschaftler und Theologen sagen das nicht mehr. Wissenschaftliche Erkenntnisse korrelieren mit religiösem Glauben, und die Religion gehört zur Naturwissenschaft genauso untrennbar wie Kopf zur Zahl, weil es zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille sind. Ganz einfach. Ja, Religion spielt eine bedeutende Rolle in vielen Gesellschaften und Kulturen und bietet Gemeinschaft, Unterstützung und einen Rahmen für soziale Moral. Nietzsches Kritik übersieht diese positiven sozialen Funktionen entweder oder aber frühstückt sie als vollkommen absichtlich ab. Nun, Nietzsche benutzte das Leid in der Welt, um die Existenz eines gütigen Gottes zu widerlegen. Doch das Leid und das Böse kommt in einer Welt mit freiem Willen unvermeidlich vor, ja? Denn der Mensch selbst ist für seine Misere verantwortlich. Ja? Außerdem muss gesagt werden, dass Nietzsche in seiner Philosophie zahlreiche menschenverachtende Dinge hineingebracht hat. Ja, denn sein Konzept der Moral ist sowieso schon mal kompletter Unfug, denn wenn die Moral menschlich ein menschliches Konstrukt wäre, könnte jeder Mensch sich seine eigene Moral zusammenbauen, und dann wäre alles richtig und alles auch gleichzeitig falsch. Dann gäbe es kein richtig und kein falsch, und egal ob man jetzt sagt, der Holocaust war gut oder der Holocaust war schlecht, beide Meinungen wären dann vollkommen vernünftig und laut Nietzsche annehmbar. Doch das ist selbstverständlich ein grob fahrlässiges Terrain, da der Holocaust immer falsch ist. Es gibt nichts am Holocaust, das sich irgendwie moralisch rechtfertigen ließe, doch allein das zeigt, dass es einfach objektiv falsch ist. Der Holocaust ist moralisch gesehen böse und schlecht gewesen. Juden zu vergasen ist falsch. Behinderte Menschen zu töten ist falsch. Nicht, weil wir das als falsch bezeichnen, sondern weil es objektiv falsch ist. Weil es objektiv böse und schlecht und nicht erstrebenswert ist. Ja? Und das hätte mit Nietzsche einfach evolutionär sich verändern können. Ja? Irgendwann hätten wir den Holocaust vielleicht als großen Fortschritt betrachtet, wenn es im Sozialdarwinismus tatsächlich keine objektive Moral gibt.
Ja, aber genau so läuft es ja nicht. Es gibt objektive Moral, die sich einfach nicht leugnen lässt. Sie lässt sich nicht leugnen. Ganz einfach ist das. Und deswegen kann Nietzsche natürlich auch nicht erklären, wenn Moral ein ethisches Konstrukt ist, dann muss er erstens erklären, warum sich das nicht evolutiv verändert, und zweitens muss er erklären, warum die bisherige Moral angeblich so schlecht wäre. Mit der bisherigen Moral, mit unseren Menschenrechtsvorstellungen, sind wir bislang gut gefahren, und Nietzsche kann das nicht irgendwie untergraben. Nietzsche entwickelte auch das Konzept des Übermenschen, ja, der die bestehenden moralischen und gesellschaftlichen Normen transzendiere und seine eigenen Werte schaffe. Dies ist elitär und abwertend gegenüber den in Anführungszeichen normalen Menschen, die Nietzsche als Herdenmenschen bezeichnet. Die Vorstellung eines Übermenschen erinnert an die Herrenrasse im Sozialdarwinismus. Nietzsche kritisierte vehement die christliche Moral, die er als Sklavenmoral bezeichnete, weil sie seiner Meinung nach Schwäche, Demut und Selbstaufopferung glorifiziere. Er sah darin sogar eine Verneinung des Lebens und eine Hemmung der menschlichen Potenziale. Dies ist eine vollständige Verachtung der Werte, die vielen Menschen damals und heute wichtig sind, da gegen Nächstenliebe, gegen Feindesliebe und gegen Frieden und Liebe nichts einzuwenden ist. Außerdem muss ganz klar sein, wenn er so etwas schreibt, dann muss er alles weg erklären, was das Christentum an Gutem hervorgebracht hat. Waisenhäuser, Krankenhäuser, die Pflege von Armen, Kranken, Schwachen, von Witwen und Waisen. All das soll Sklavenmoral sein, all das soll schlecht sein, all das wird von Nietzsche als schwach porträtiert. Für Nietzsche ist es also schwach, anderen Menschen zu helfen? Ganz ehrlich, dazu bleibt mir nur eines zu sagen: Wer so etwas sagt, der ist in meinen Augen schwach. Und zwar sowohl charakterlich als auch geistig ein vollkommener Schwachkopf. Und anders kann ich das gar nicht sagen. Nietzsches Philosophie kann ich daher nur als menschenverachtenden Dreck bezeichnen. Ganz einfach. Ja? Und dieses Jenseits von Gut und Böse, da argumentiert ja Nietzsche, dass die herkömmlichen moralischen Kategorien nicht absolut seien. Gut und Böse seien gar relative Begriffe. Jetzt, wenn ich Nietzsche einen aufs Maul gegeben hätte und hätte gesagt, du hast kein Recht dazu, diesen Mist zu verzapfen, dann würde er dies doch selbst als ungerecht sehen. Dann könnte ich nach seiner eigenen Logik sagen, ja nee, ich sehe es halt nicht so. Du magst das als ungerecht sehen, aber ich sehe das als vollkommen gerechtfertigt. Dann könnte Nietzsche hier keine Einwände mehr bringen. Ja? Das führt also zu einem Relativismus, das ist nihilistisch und abwertend gegenüber den traditionellen moralischen Werten und würde zu nichts führen, das würde zu Chaos und Anarchie führen. Ja? Er sah auch den Willen zur Macht als grundlegendes Prinzip des Lebens und der Menschen an und der menschlichen Natur an. Diese Idee ist eine Rechtfertigung für rücksichtsloses und egoistisches Verhalten. Die Starken, die Macht wollen, haben also immer Recht. Und derjenige, der unterdrückt wird, ja, der hat eben Pech gehabt. Solche Interpretationen ignorieren das Leiden und die Schwächen anderer Menschen nicht nur, sondern verherrlicht diese sogar. Und das macht Nietzsche weiterhin zu einem zutiefst misanthropischen Menschen. Nietzsches Schreibstil ist außerdem problematisch, weil er polemisch provokativ ist und eine starke und schockierende Sprache verwendet, um seine Punkte zu verdeutlichen. Dies muss er natürlich tun, weil er ganz einfach keine Argumente hat, aber das allein zeigt schon, wie armselig seine Makulatur ist. Nietzsche kritisiert Mitleid und Altruismus, da er sie als Schwächen und Hindernisse für die menschliche Entwicklung ansieht. Seine Verachtung für diese Eigenschaften sind eine Abwertung von Mitgefühl und Solidarität und die zentralen Werte in vielen humanistischen und christlichen Traditionen werden hier verhätschelt. Nietzsche äußerte sich auch oft kritisch über Demokratie und Gleichheit, die er als Ausdruck der Sklavenmoral ansah. Seine Schriften enthalten Passagen, die eine Hierarchie und Ungleichheit der Menschen befürworten, was als menschenverachtend interpretiert werden muss. Nietzsche äußerte sich auch abfällig über Frauen in der Rolle in der Gesellschaft. Denn Frauen seien ja minderwertig im Vergleich zu Männern. Denn Frauen seien ja die Schwächeren. Deswegen hätten ja die Männer auch das Recht, die Frauen zu unterdrücken. Nietzsche ist ein menschenverachtender Mistkerl gewesen. Er war jemand, dem es vollkommen egal war, was andere Menschen dachten und wie es anderen Menschen geht. Dafür interessierte er sich einen Dreck. Er ist ein guter Vorläufer des Sozialdarwinismus, in dem man evolutionäre Werte, das Recht des am besseren angepassten, ja,
das Recht des Stärkeren über individuelle Bedürfnisse stellt. Und da meldet sich doch schon der Menschenverstand. Und das wiederum widerlegt ganz klar Nietzsches weitere Konstruktionen, da ein solch egoistisches Verhalten nicht als moralisch erstrebenswert gelten kann. Damit ist also Nietzsche moralisch falsch, aber warum kann man denn Nietzsche nicht als moralisch richtig interpretieren? Weil er moralisch falsch ist und weil sein evolutives Modell der Moral einfach nicht funktioniert. Ja? Glücklicherweise konnte Gott 1900 sagen, Nietzsche ist tot, weil gegen Gott hat dieser Typ definitiv keine Chance gehabt. Und deswegen bitte ich euch Atheisten einfach, wenn ihr das nächste Mal sagt, Nietzsche sei ein so großer Vordenker gewesen, seiner Zeit weit voraus gewesen, dann lest euch nochmal seine menschenverachtenden Schriften durch und wie schlecht er denn argumentiert hat. Ja. Dann werdet ihr schon sehen, wozu euer atheistischer Nihilismus führt.